Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs, zu einer Partie The King Element mit den schwarzen Steinen. Ich glaube, so viel hatte da gar nicht, 1820 oder so. Ich weiß nicht, ob wir vor kurzem erst die Zahlen wieder auf 1700 zurückgesetzt haben. Aber man kann auch nicht ganz nach den Zahlen gehen. Der Super-Expert Cees mit Trombowski ging 1780 oder was da hatte. Also auf die Online-Zahl, da ist er auch sehr heftig eingegangen. Die spielen auch alle 5 Minuten Schach, weil ich die Bedienzeit hier haben muss. Da sollte ich mal plus 5 Sekunden Increment machen. Und dann trotzdem 10 Minuten machen lassen, die 8-Bitter. Da muss ich auch ein bisschen zügig bedienen, das Ganze. Läufer C4 ist vollkommen harmlos. Einfach E6. Dann droht das gar nicht. C3. D5 kommt jetzt. Ich glaube, E6 war sogar im Buch. Manche Computer haben sogar Züge wie H4 im Buch, um quasi da nicht sofort rechnen zu müssen. Läufer B3. Springer F6. Das Gefährlichste an diesen Geräten ist ja die taktische Schlagkraft. Die übersehen ja taktisch nichts. Das heißt, auch wenn sie großmassigen Stockfisch oder sowas spielen, die können sich das ja gar nicht leisten, irgendwelche Taktik zu spielen, weil das wird ja eh alles gesehen. Die müssten den theoretisch ja quasi schon positionell zusammenschieben. Und wenn so ein Gerät dann eine Rechentiefe von 40 Halbzügen hat und innerhalb dieser 40 Halbzüge quasi taktisch vollkommen wasserdicht sind, wie will man dann dagegen gewinnen? Gegen so einen Taschenrechner. Läufer G5. Ja, fesselt den Springer. Droht auf D5 zu schlagen. Läufer D5 schlägt. Würde auf jeden Fall zumindest einen Doppelbauern machen. Deswegen kommt C4. Wegen Läufer H2, König H2, Dame D5 und Läufer F6. Läufer C2. Da muss er schon ein bisschen den Hang zum König haben. Läufer schlägt. Ja, König schlägt, Springer G4 Schach. Und dann Dame G5 schlägt. Das wäre schon sehr gefährlich. Achso, er hat zurückgezogen. König H1 und Läufer zurück. Ja, jetzt hat er schon eine Lücke am Flügel. Vielleicht hätte man G3 tatsächlich machen können. G3 und dann, wenn Läufer H3 nicht kommt, König G2 und Turm H1. Quasi die Linie nutzen. Es ist ja nicht unbedingt eine Stärke für Weiß. Für Schwarz. Also es ist nicht nur ein Bauerngewinn. Er hat den Gegner auf die H-Linie geöffnet. Das ist das Problem bei der Sache. So eine Linienöffnung für den Gegner zu machen auf Königsflügel. Da muss man aber auch jetzt richtig auf Königsangriff spielen. Das könnte man, glaube ich, auch absichtlich machen. Gegen so einen 8-Bit-Schachcomputer. Einfach absichtlich den Bauern einstellen, wenn er schlägt und zurückzieht. Dann den König rausziehen aus der Linie und mit der H-Linie. Die Türme auf die H-Linie verdoppeln. Das könnte auch möglich sein. Läufer E4 schlägt, die Dame wäre angegriffen. Und Bauer E4 schlägt. Also die weißen Löcher an der Stelle sind schon erheblich. Das war übrigens auch der Stellung, der Grund, warum der Superexpert verloren hatte. Dann fing er plötzlich an mit G4. Und so komischen Zügen. Und irgendwann stand da auf F3 der Läufer, die Dame auf H3 und dann war es total pleite. Also hat er vollkommen keine Hemmung gehabt. Wie gesagt, es war 3-Minuten-Schach. Jetzt kommt Läufer E3. Ja. Blockiert den Bauern. Dame H5, droht Läufer F3 Schach. The King Element hat in Analysen schon gezeigt, die F3 und so eine Sachen. Bei Läufer F3 Schach, Springer Bauer und dann Dame H3, das auf G2 ist dann das Matt. Das wäre dann, oder ist dann tödlich. Kann er schon mal die Stopptaste suchen hier. Ja, und hier ist auch gleich die Partie beendet. Der Gegner wird aufgeben, weil das Matt nicht zu verhindern ist. Läufer E4, zwei Fragezeichen. Dann Springer, Bauer, Dame H3 und ich bedanke mich und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Diese Miniatur wieder mal als Shadow Drop. Das heißt also, wenn man aus dem Nichts heraus was veröffentlicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Ansehen, weil wenn sich das keiner ansieht, wofür das Video dann machen.